Jetzt ist warm genug. Ich bin nochmal komplett. Und schönes Gefühl direkt beim ersten Event, so ein Start. Perfekt. Jetzt ist endlich losgegangen, das hat ja lang genug gedauert. Jetzt ist es perfekt. Er hat sich verkeilt. Offizieller Protest gegen den Götze. Es lag weniger an Janni als an mir. Wir haben komplett versagt. Ich fürchte, das ist eine Platzierung, an die wir uns gewöhnen müssen im Laufe der nächsten Tage. Platz 5. Wechseln, machst du auch selber zu Hause? Nee, ich mache das immer oder lasse es durch die Werkstatt machen. Deswegen war das jetzt das erste Mal neu und vielleicht mache ich es zu Hause mal selber dann. Da ist das Spektakel vorprogrammiert. Biathlon, gute Sportart? Ja, für mich ganz gut geeignet, ja. Ich mache auch sonst relativ viel Langlauf, das kommt mir sicher entgegen, ja. Kann hier der zweite Etappensieg fallen für euch schon? Das werden wir mal sehen. Ich dachte eigentlich, man schmiert sich am Popo. Runter. Hopp, Schütz! Hopp! Hopp! Ich glaube, der kann schon noch selbst nicht. Vor dem Schießen wieder mehr Pause machen. Hopp, 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 geht in Miriam! Hopp, hopp. Was findet denn hier eigentlich statt? Das weiß ich auch nicht. Erstmal habe ich die Hüttenleiten gesehen, wo wir heute Nacht schlafen. Genau die. Ich habe gedacht, ich komme da rein, schön Teppich ausgelegt, Fußbodenheizung, aber nein, Schnee. Wir schlafen wirklich im Schnee, aber jetzt hier die Challenge, die wir erstmal machen müssen, bevor ist blind Autofahren. Sprich, einer fährt, der andere sagt an. Mir gucken bitte. Ja,